Ich heiße Metabo. Mein Name bedeutet Mutter der Freude. Mein Name ist Latita. Latita bedeutet, wenn die Sonne aufgeht. Mein Name ist Liam und er bedeutet Wild. Mein Name ist Hema. Er bedeutet Juwel. Wir sind mit dem Projekt Zeig mir deine Welt an die Schule gekommen, weil wir jungen Leuten die Möglichkeit geben wollen, sich künstlerisch mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Und diese dann darstellerisch durch Musik, durch Tanz und durch Schauspiel in eine Show zu verpacken, die sie letztendlich selber kreieren. Und das in 7 Tagen. Ich möchte gerne verschiedene Sachen mit euch ausprobieren. Das heißt, ich gebe euch ein paar Sachen an die Hand, ein paar choreografische Elemente, ein paar Schritte. Und dann möchte ich gerne, dass ihr die nehmt und damit arbeitet und das eventuell auf eine andere Musik packt. Reaktionen, Impulse und gerne auch was in Richtung Hebung, schöne Figuren bauen. Ich habe ganz viel mit euch vor. Und das ist alles möglich, von schnell bis langsam, von aggressiv bis ruhig. Ja, und ich werde mit euch nicht nur spielen, sondern wir werden auch das Stück quasi in eine Form versuchen zu bringen. Es geht um Umwelt. Wir wollen eure Meinung dazu wissen. Wir wollen wissen, was euch wichtig ist, was ihr sagen möchtet und das mit euch in eine Form bringen, wo ihr es auf der Bühne ausdrücken könnt. Wir glauben da ganz fest dran, dass ihr da ganz kreative Ideen habt und uns da ganz tolle Sachen zeigen könnt. Und das Schöne an der Woche ist, ihr könnt nichts falsch machen, denn das Stück gibt es noch nicht. Das heißt, es gibt auch nichts, was irgendwie schief gehen könnte, denn es liegt völlig an euch, was da auf der Bühne steht. In dem Musikworkshop werdet ihr singen, wir werden Songs schreiben, wir werden mit Instrumenten spielen und wir werden versuchen, ein paar coole Beats zu produzieren, die natürlich dann das Stück begleiten werden. Ganz, ganz wichtig ist für uns, dass ihr euch wirklich drauf einlasst. Seid nicht schüchtern. Das ist eure Show. All das, was nächste Woche auf der Bühne ist, ist euer kreatives Eigentum. Deswegen müssen wir wissen, wer ihr seid. Das Projekt hat uns gezeigt, einander zu verstehen. Es war cool, neue Leute kennenzulernen und diese Erfahrung zusammen zu machen. Mir hat es gefallen, weil ich liebe Tanzen und ich konnte meine Geschichte erzählen. Das war wirklich cool. Wir durften frei sein. Ich habe meine Grenzen überschritten. Ich habe meine Geschichte erzählt.